Nutzt ihr Windows und habt euch schon mal gefragt, wie ihr eigentlich das Betriebssystem ordentlich sichert? Heute gucken wir es uns mal ganz kurz an. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu Hepis Tech Lab, wo wir uns heute mal ein Thema angucken, was viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben und vielleicht andere auch schon bis zum Umfallen ausführen und durchführen, nämlich das Thema Backup. Es ist so, Windows, vor allem Windows 10, hat ja auch eine OneDrive-Integration, wenn ihr OneDrive zum Beispiel nutzt, dass hier alle eure Dateien in die Cloud entsprechend hochgeladen werden. Ihr meldet euch bei einem anderen Rechner an, habt eure Daten verfügbar, alles wunderbar. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie ihr euer System eigentlich sichert? Das heißt, sowohl Dateien als auch das Betriebssystem selber, ohne dass ihr was jetzt in OneDrive vielleicht hochladen müsst? Wenn ja, gucken wir uns das heute jetzt mal ganz kurz an, denn es geht um drei Themen. Jetzt habe ich schon gesagt, wenn ihr OneDrive nutzt, wenn ihr OneDrive habt, ist es eine super Feature, dass wenn ihr das aktiviert habt und eure Dateien alle in OneDrive platziert, ist es so, dass euer Windows-System automatisch, wenn ihr eigene Dateien habt, also Dokumente, Bilder, Videos etc., dass die automatisch gleich auf eurem OneDrive-Space abgelegt werden und dann nach und nach dann online hochgeladen werden. Heißt, wenn ihr den Rechner tauscht, Rechner neu installiert, müsst ihr euch einfach nur bei eurem OneDrive anmelden und habt alle eure Dateien dann wieder da. Das liegt aber nahe, dass ihr dann auch wirklich alles in diesem OneDrive habt und vielleicht habt ihr irgendwo einen speziellen Ordner, der jetzt im OneDrive nicht drin ist oder der dann auch vielleicht auch da gar nicht mit rein soll. Vielleicht habt ihr irgendwelche Development-Projekte, Development-Tasks oder irgendwelche anderen Tools, Konfigurationen und so weiter, die ihr gerne sichern wollen würdet, die ihr aber nicht auf OneDrive hochladen könnt. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das in Windows machen kann, die ich auch tatsächlich für mich selber auch beide nutze. Und das ist einmal der Dateiversionsverlauf, also die Dateiversionssicherung von Windows und Windows Backup allgemein. Fangen wir mal mit dem rudimentärsten an und das ist einfach der Dateiversionsverlauf. Den könnt ihr einfach in den Einstellungen entsprechend aktivieren. Ihr legt fest, wo die Dateien abgelegt werden sollen. Idealerweise ist das dann zum Beispiel eine zweite Festplatte in eurem Rechner selber oder wenn ihr Angst habt, dass euch der Rechner abbrennt aus irgendwelchen Gründen, könnt ihr das Ganze auch vielleicht auf euer Netzwerk-Storage packen oder auf einen anderen Rechner, sofern ihr sowas dann habt. Kann auch eine USB-Festplatte sein, die einfach dranhängt. Das heißt, ihr wählt diese Lokation aus als euren Speicherort und was dann passiert, es wird in diesem Ordner, den ihr angebt, wird ein neuer Ordner angelegt, Dateiversionsverlauf. Wenn ihr da reingeht, seht ihr dann den Namen von dem Gerät, von dem eure Maschine heißt und da werden dann alle Dateien gesichert, die in der kompletten Liste einfach angezeigt werden. Da könnt ihr auch neue Ordner dazu packen. Das heißt, wenn ihr spezielle Ordner habt, die ihr einfach noch sichern wollt, könnt ihr die mit draufpacken und könnt dann natürlich auch noch sagen, wie lange soll das Backup aufgehoben werden. Also soll es für immer aufgehoben werden oder soll das dann nur zum Beispiel für ein Jahr, zwei Jahre oder ein paar Monate aufgehoben werden. Was hier passiert bei dem Dateiversionsverlauf ist, sobald neue Dateien angelegt werden, werden diese neuen Dateien gesichert und ihr könnt dann aber auch relativ einfach wieder zurückspringen. Heißt, wenn jetzt eine Datei habt, ihr ändert die zum Beispiel und jetzt braucht ihr die Datei von vor einer Woche, könnt ihr die aus dem Backup wieder herholen, weil ihr irgendwas habt. In der Regel wird jede Stunde dann immer geprüft, gibt es Änderungen und dann werden die Änderungen einfach immer dann gesichert. Das heißt, wenn ihr es für immer aufhebt, kann es euch natürlich passieren, dass irgendwann über Zeit dann die Platte vorläuft. Das heißt, schaut einfach, dass ihr dann ein Intervall auswählt, was da dann sinnvoll ist. Das heißt, ihr könnt dann sowohl Dateien wiederherstellen, als auch dann eben, also sowohl geänderte Dateien, als auch gelöschte Dateien daraus dann wiederherstellen. Und wie gesagt, wenn ihr da jetzt ein Backup habt, könnt ihr es auch einfach aus dem Dateiversionsverlauf dann wiederherstellen. Könnt ihr einfach sagen, importieren aus Dateiversionsverlauf, also wenn ihr den Rechner neu installiert zum Beispiel, und dann stellt ihr die Dateien so wieder her, wie sie waren. Was wir jetzt gerade besprochen haben, gilt jetzt aber tatsächlich auch nur für den Dateiversionsverlauf, das heißt nicht für Windows selber. Und da kann man die Windows-Sicherung hernehmen. Ist ein Relikt aus der Windows 7-Zeit, funktioniert aber auch mit Windows 10 hervorragend. Und was man damit macht, ich kann mir relativ einfach
auf einen Netzlaufwerk, auf eine zweite Festplatte im System oder eben auch wieder auf eine USB-Festplatte eine komplette Image-Sicherung von Windows 10 anlegen, von dem System, was ich gerade benutze. Das heißt, wenn eure Festplatte kaputt geht und euer Rechner abschmiert etc., könnt ihr bei der Installation mit einem Recovery-Medium einfach sagen, ihr wollt, dass Windows aus einer Sicherung wiederhergestellt wird, wieder installiert wird. Das heißt, wenn ihr eure Festplatte nehmt, brecht sie in der Mitte durch, kauft eine neue Festplatte, könnt ihr einfach hergehen und dann von dieser Sicherung Windows 10 neu installieren und dann schaut euer Betriebssystem genauso aus, wie wenn ihr es verlassen habt. Das geht relativ simpel von der Einrichtung her, vom Backup-Einspielen her muss man nur von dieser Partition dann mitbooten, sage ich mal, oder ihm sagen, aus Image wiederherstellen. Und dann funktioniert das relativ gut. Die einzige wichtige Einschränkung, die es hier gibt, und das ist ganz, ganz wichtig, was Windows hier nicht kann, ist, dass wenn ihr ein Backup erstellt und ihr habt jetzt, sagen wir mal, eine 500 GB Festplatte drin und ihr habt jetzt aber nur eine 250 GB Festplatte, könnt ihr auf die 250 GB die neue Festplatte Windows 10 nicht neu installieren, weil er die Partitionen nicht neu umbaut. Das heißt, er braucht mindestens eine 500 GB Festplatte. Und da kommen wir zu dem nächsten kritischen Punkt. Wenn ihr zwischen Herstellern wechselt, das heißt, ihr nehmt eine Samsung 500 GB SSD und dann vielleicht eine Corsair 500 GB SSD oder von Seagate oder was auch immer, dann kann es euch passieren, dass die Größen der Festplatten nicht hundertprozentig übereinstimmen. Das heißt, wenn die Corsair-Festplatte nur ein paar Bytes kleiner ist als die Samsung-Festplatte, kriegt ihr eine schöne Fehlermeldung mit irgendeinem komischen Hexcode, der einfach heißt, eure Platte ist zu klein. Das heißt, ihr müsst dann auf das nächstgrößere upgraden. Was ich hier immer empfehle, ist, wenn ihr Windows eh neu installiert oder wenn ihr generell ein Betriebssystem installiert, nehmt nicht die komplette Festplatte, lasst hinten dran immer ein bisschen freien Speicher. Also Windows fragt euch ja, wenn ihr es installieren wollt, wie viel Speicherplatz soll die Windows-Partition haben, dann belegt ihr euch immer, wenn ihr 500 GB Festplatte hat, keine Ahnung, 430.000 Byte. Und hier einfach, nehmt einfach ein bisschen weniger, dann habt ihr nämlich im Notfall immer noch einen Offset hinten dran, den ihr dann, wenn ihr die Platte tauscht, auf ein gleiches Tier, also 500 GB zu 500 GB, ist es am Ende völlig egal, weil der unpartitionierte Platz, das bisschen, was ihr hinten dran in Anführungsstrichen verschwendet und nicht verwendet, macht euch das, den Recovery-Prozess deutlich einfacher, sofern ihr eben diese Art von Backup haben wollt. Ansonsten gibt es auch andere Tools, die kostenpflichtig sind, die kommerziell sind. Die haben die Probleme nicht, die machen das einfach dann so. Gibt es auch genug. Ich habe da keins getestet und im Einsatz, weil ich nutze einfach die Windows-Bordmittel, eben mit dem, dass am Ende mein Festplattenplatz halt ein bisschen weniger ist. Und dadurch habe ich dann keine Probleme mehr, weil ansonsten müsste ich halt auf das nächst höhere Tier von der Festplatte gehen. Das heißt, wenn ich vorhin eine 500 GB Platte habe, brauche ich eine 512 GB Platte oder halt eine Terabyte Platte zum Beispiel, damit das Ganze dann funktioniert, weil das geht. Auf größere Platten kann man es immer partitionieren, das Ganze, auf kleinere dann eben nicht, auch wenn es nur ein paar Byte Unterschied sind. Ja, das war's dann heute jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war ein bisschen informativ. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Videovorschläge, Videoideen zum Beispiel habt, wenn euch irgendwas interessiert. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten auch gerne einen Daumen nach unten geben mit Feedback, was ich besser machen kann, soll, darf. Schaut gerne auf Twitch vorbei oder auf meinem Gaming- und Overwatch-Kanal. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch da abonniert. Und ansonsten einen schönen Restsonntag noch und bis nächste Woche dann. Tschüss.